Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe hier diese Fensterbilder. Die kleben nicht wirklich, also das sind keine Aufkleber, sondern das ist so Kunststofffilm, der eben am Fenster haften bleiben würde. Und ich habe gedacht, ich versuche das einfach mal mit Epoxid. Und wie das gelaufen ist, zeige ich euch hier. Von einem anderen Projekt hatte ich noch ein bisschen rosa Harz übrig und das habe ich einfach in den Rand gegossen. Und in diesem Farbthema werde ich auch bleiben für dieses kleine Tablett. So, ich habe jetzt noch meine Form ein bisschen sauber gemacht. Da waren noch ein paar Staubpartikel drin und Glitzer und sowas. Und jetzt nehme ich mir Chunky Glitter und verteile den auf dem Boden von der Form. Und ich mache das deswegen so, weil ich einfach möchte, dass der Glitter überall zu sehen ist. Also, dass er quasi eine deckende Schicht auf dem Tablett macht. Und wenn man das den Glitzer ins Harz einrührt, dann ist das nicht unbedingt gesagt, dass das überall gleich satt mit Glitzer bestreut bleibt. So, und dann gieße ich einfach mein Harz oben drauf. Ich gieße das auf meinen Rührstab, damit es keine Löcher gibt, wenn das Harz auf einer Stelle auftrifft. Wie man da sehen kann, die losen Glitterteile, die schweben da hin und her, aber der Rest bleibt wirklich da, wo ich ihn hingetan habe. Das Harz ist jetzt ausgehärtet und jetzt kann ich meine Fensterfolie dort aufkleben. Und ich suche mir einfach die Größe und die Farbe, die ich haben will, aus und versuche einfach mehrere Designs. Und was gut ist bei diesen Fensterfolien, ist, dass ihr die zuschneiden könnt, wie ihr sie braucht. Ich möchte Sprühkleber aus der Sprühdose verwenden und deswegen klebe ich den Rand ab, der sonst auch total voll mit Kleber wird. Und das musste ich einfach verhindern, weil ich wollte mir weniger Arbeit machen, um das dann später sauber zu machen. So, das ist der Sprühkleber, den ich habe. Das ist ganz, ganz billiger. Den könnt ihr einfach auf die Mitte sprühen. Und also da, wo das Design hin soll. Und dann würde ich, wenn ich das nochmal machen würde, ein bisschen antrocknen lassen, weil das war ein bisschen zu viel Kleber und diese Fensterfolien, die haben sich nach oben gerollt. Das war natürlich nicht so gedacht und ich habe auch viel zu viel Kleber genommen. Wie ihr hier seht, habe ich da einfach zu viel genommen. Wahrscheinlich auch von zu nah aufgesprüht.
Aber da das erste Mal ist, dass ich das mache, ja, passieren halt auch mal Fehler. Und hier seht ihr, wie sich das hochrollt. Leider sieht man es nicht so wirklich gut, dass sich das da hochrollt, aber ich versuche einfach, das wieder glatt zu streichen. Und sobald der Kleber ein bisschen trockener wird und ein bisschen verfliegt, naja, hier seht ihr es, dass sich es hochwellt, wird das Fensterfolienteil auch wieder da drauf kleben. Also das ist überhaupt kein Problem, wenn euch das passiert, dass zu viel da ist. Wartet einfach einen Moment, streicht es dann wieder glatt und dann klebt die Sache auch richtig. So, der Kleber ist jetzt schon relativ gut getrocknet und wenn ich jetzt das Blatt da drauf mache, dann könnt ihr sehen, dass das einfach so, wie ich es eigentlich gedacht habe, dann jetzt auch einfach hält, ohne dass es sich hochrollt. Und der letzte Schritt ist einfach eine Schicht Harz da drauf zu machen, damit damit die Fensterfolie einfach fixiert ist und einen schönen Glanz bekommt. Und dann sind wir auch schon fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen hoch, ein Abo, das wäre natürlich auch ganz toll. Ich freue mich immer von euch zu hören und antworte, wenn ihr Fragen habt, so schnell, wie es mir möglich ist. So, dafür bedanke ich mich schon mal recht herzlich und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!